4.35 Uhr. Ein Tsunami erhebt sich über den Vierwaldstätter See und überrollt Luzern. 5.51 Uhr. Schwere Beben in Köln, besonders betroffen die Innenstadt rund um den Dom. 6.12 Uhr. Im Ruhrgebiet kommt es in Chemiefabriken zu schweren Bränden. 6.34 Uhr. In London sterben Tausende durch herabfallende Ziegel und umstürzende Gebäude. Verkehr und Versorgung der Millionenstadt brechen völlig zusammen. 6.55 Uhr. Europa ist bekannt für seine vielfältigen Naturlandschaften und seine weit zurückreichende Kultur. Niemand würde auf die Idee kommen, dass die idyllischen Kleinstädte, pittoresken Urlaubsgebiete oder traditionsreichen Metropolen quer durch Europa von Erdbeben bedroht sein könnten. Die Menschen wissen nicht, dass es hier Erdbeben geben kann. Beben sind wie Vulkane oder Elefanten, die gibt es immer nur anderswo. Das war ein schrecklicher Schock. Um 2.30 Uhr morgens fing die Erde an zu beben. Und dann dieser Lärm. 1983 ließ ein Beben der Stärke 5.0 auf der Richterskala zum ersten Mal Zweifel an der Sicherheit in Europa aufkommen. Die Erdstöße trafen die Stadt völlig überraschend. Die Einwohner waren schockiert. Den Sachschaden bezifferte man mit 200 Millionen Euro. Zwei Menschen starben. Geologen beurteilten das Beben als Einzelfall, als Ausrutscher der Natur. Mehrere hundert Kilometer von der nächsten Gefahrenzone entfernt, gab es auf einmal ein gewaltiges Erdbeben. Und wir Wissenschaftler dachten, okay, eine Ausnahme, das passiert nie wieder. Es gibt zwar geologische Unregelmäßigkeiten, aber von denen geht keine Gefahr aus. Also machen wir uns keine Sorgen. Ein großer Fehler. Erst eine ebenso unerwartete Erschütterung am anderen Ende der Welt weckte die europäische Wissenschaftsgemeinde aus ihrem Dornröschenschlaf. Die australische Stadt Newcastle wurde 1989 ebenfalls ohne Vorwarnung von einem Beben der Stärke 5.6 getroffen. Der Schaden war immens. 13 Menschen kamen um. Auch diese Region hatten Geologen für völlig sicher gehalten. Für den belgischen Seismologen Thierry Kamelbeek Grund genug, sich näher mit der Situation in Europa zu beschäftigen. Wenn große Erdbeben mitten in Australien zuschlagen können, in einer sehr stabilen Region, dann sehe ich keinen Grund, warum es nicht ähnliche Erdbeben, zum Beispiel im Nordwesten von Europa, geben sollte. Kamelbeek war der Erste, der Unregelmäßigkeiten in den Sedimenten Europas mit Erdbeben in Zusammenhang brachte. In Belgien grub er 1996 eine solche sogenannte Verwerfung aus und fand gemeinsam mit seinem Kollegen Mustafa Magroui zahlreiche Hinweise auf frühere Erdbebenereignisse. Die meisten Forscher blieben allerdings skeptisch. In unserer Grabung konnten die Geologen die Erdbewegungen selbst sehen. Und wir überzeugten sie, dass diese Verwerfungen immer noch aktiv sind und mittlere oder schwere Erdbeben hervorrufen können. Dass Europa eine feurige Vergangenheit hat, ist lange bekannt. Erst 10.000 Jahre ist es her, dass der letzte Vulkan in Deutschland ausgebrochen ist. Nicht mehr als ein Wimpernschlag aus geologischer Sicht. Die
Die Ursache für Erdbeben und Vulkanismus liegt tief im Inneren unseres Planeten. Der 3600 Kilometer dicke, glutflüssige Kern ist der Motor einer erstaunlichen Maschinerie. Mit Temperaturen um die 5000 Grad verflüssigt er das Gestein des Erdmantels und hält es ständig in Bewegung. Das Computermodell zeigt, wie heißes Material aufsteigt und durch den Erdmantel dringt, während kaltes nach unten fällt. Die Auswertung von Erdbebenwellen ergab, dass der gesamte Planet lange nicht so fest ist, wie wir glauben möchten. Das Material des Erdmantels ist in der Tat etwas eigenartig. Wir wissen alle, wir stehen auf der festen Erde und über kurze Zeiträume betrachtet ist dieses Material auch fest. Betrachtet man es aber über lange geologische Zeiträume, so verhält sich dieses Material wie eine Flüssigkeit. Ein ganz gutes Beispiel ist eine Wachskerze. Eine Wachskerze, die ist auf kurze Zeiten betrachtet fest. Ich kann die also, wenn ich mir vorstellen würde, ich simuliere jetzt mal ein Erdbeben, kann ich die einfach durchbrechen. Wenn ich die aber über einen Tisch lege und lange warte, wird die infolge der Schwerkraft sich langsam durchbiegen und wird nicht brechen. Und genau so verhält sich der Erdmantel. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Aufströme halt dazu führen, dass sich große Teile der Erdkruste gegeneinander verschieben. Dass zum Beispiel diese Abströme dafür sorgen, dass an diesen Zonen Erdbeben passieren, starker Vulkanismus passiert. Und dieser Prozess läuft sicherlich seit Bestehen der Erde. Auch heute bestimmt das beständige Fließen und Strömen alles Leben auf unserem Heimatplaneten. Doch nur wenn sich eine Katastrophe ereignet, nehmen wir den gigantischen Mechanismus überhaupt wahr. Wie beispielsweise in Kobe. Das Beben von 1995 mit einer Magnitude von 7,2 auf der Richterskala gehörte zu den heftigsten der jüngeren Vergangenheit. 5000 Tote, 25.000 Verletzte und 250.000 Obdachlose, ein Sachschaden von rund 100 Milliarden Euro, so die traurige Bilanz. Das Beben von San Francisco im Jahre 1906 ist legendär. 1989 schlug ein weiteres Beben der Stärke 7,1 zu. 20 Sekunden dauerten die Erdstöße. Ergebnis: 62 Tote und 4000 Verletzte. Der Sachschaden ging in die Milliardenhöhe. Tsunamis, riesige Flutwellen sind häufig Folgen unterseeischer Erdbeben. Im Dezember 2004 forderte eine solche Katastrophe 300.000 Menschenleben. Die Stärke wird auf 9,3 auf der Richterskala geschätzt. Noch heute sind große Gebiete in Südasien verwüstet. Erdbeben sind eine Folge der Plattenverschiebung. 14 solcher Platten sind den Wissenschaftlern heute bekannt. Die Landmassen treiben auf diesen Kontinentalplatten wie Eisschollen auf dem Wasser. Seit 3 Milliarden Jahren bewegen sie sich aufeinander zu und entfernen sich wieder voneinander, stoßen zusammen und reiben sich aneinander. Dies ist sozusagen der Erdmantel in einen Schuhkarton gepackt. Und wir sehen anhand der Farben die verschiedenen Temperaturen. Rot hier im inneren Erdmantel. Dies ist praktisch der Erdmantel. Hier oben ist die Kruste. Dies ist die untere Begrenzung des Erdmantels. Rot bedeutet warmes Material. Blau bedeutet kaltes Material. Wir sehen hier oben an diesen Vektorpfeilchen die Bewegung der Oberfläche. Und zwar sieht man hier, das Material aufsteigt, heißes Material aufsteigt. Es bildet sich die Platte, die seitlich wegströmt, seitlich wegfließt, hier auf diese Zone zu. Hier haben wir das, was wir Subduktionszone kennen. Hier ist das Material schwer genug, kalt genug und sinkt wieder in den Erdmantel ein. Das besondere Interesse der Erdbebenforscher galt bisher solchen Subduktionszonen. Hier stoßen Kontinentalplatten aneinander, schiebt sich möglicherweise kälteres unter wärmeres Material. Die Energien, die dabei freigesetzt werden beim Erdbeben, sind gewaltig. Wenn man sie mal vergleicht mit der Energie der Hiroshima-Bombe, dann sind es tausendfach. Ist bei so einem starken Beben wird eine Energie freigesetzt, die tausendfach der Energie der Hiroshima-Bombe ist.
Wenn man dann noch die Energie nimmt, die bei Vulkanexplosionen freigesetzt wird, die Ursache ist die gleiche, die Wärme des Erdinneren, dann ist es millionenfach die Hiroshima-Bombe. In Europa gibt es eine Vielzahl geologischer Irritationen, obwohl die Ränder der Kontinentalplatte weit entfernt liegen. Trotzdem erzeugte eine dieser angeblich harmlosen Verwerfungen 9 Jahre nach Liège ein weiteres starkes Beben. Am 13. April um 1.20 Uhr morgens wurde die niederländische Stadt Roermond von einem der schlimmsten Erdbeben der Neuzeit heimgesucht. Es war sehr schlimm. Wir schnappten uns einfach ein paar Dinge und rannten nach draußen. Wir waren viel zu verängstigt, um wieder hineinzugehen. Dieses Beben erreichte eine Stärke von 5,8 auf der Richterskala. Das bedeutet, es war 6-mal stärker als das von Liège. Den Schaden schätzten Experten auf über 100 Millionen Euro. Dieses Beben alarmierte endlich die Wissenschaftler. In ganz Europa begann man nach Hinweisen auf frühere Erdbeben zu suchen. Dabei entdeckte ein Forscherteam eine Zone mit ganz bizarrer Erdbebenvergangenheit. Heute sehr idyllisch am Fuße der Alpen gelegen. Der Seismologe Flavio Anselmetti kam nach Luzern, um eines der ungewöhnlichsten geologischen Phänomene zu studieren, das je entdeckt wurde. Erste Hinweise lieferte der Archivar Peter Kamba aus Luzern, der das Tagebuch des Schreibers Ren Warzisat entdeckt hatte. Ein einzigartiges Dokument. Der Bericht einer Katastrophe. Zinstag, den 18. Tag September ist des 16. und 1. Jahres, erhübe sich ein starker und fürwahr erschrockenlicher Erdbeben all hier bei uns zu Luzern. Zisat beschreibt, wie das Wasser sich zunächst vom Seeboden zurückzog. Ein grauenerregender Anblick. Menschen liefen in das trockene Seebett, als plötzlich eine gigantische Welle heranrollte. 3 Tage lang bewegte sich die Woge ins Landesinnere. Zahllose Menschen ertranken in den Fluten. Heute sieht der Vierwaldstätter See friedlich aus. Aber noch immer enthält er Indizien, die seine zerstörerische Vergangenheit beweisen. Der See ist für uns ein Messinstrument. Er hat frühere Erdbeben registriert, deren Spuren sonst nur schwer zu finden wären. Angeregt von Zusatz Beschreibungen versucht Anselmetti herauszufinden, was genau vor 400 Jahren geschah. Der See war während der letzten Eiszeit entstanden und seit rund 15.000 Jahren lagern sich hier Sedimente ab. Hölzerne Piere markieren eine untergegangene Siedlung. Sie ist ungefähr 5.000 Jahre alt. Mitten in der bebauten Fläche fällt plötzlich der Grund rapide ab. So ein Cliff entsteht nicht nur aufgrund langsamer Bewegung. Ein ganz bestimmtes Ereignis schuf diese Klippen. Eine Katastrophe muss den Abhang zum Absturz gebracht haben. Sofort, als die unmittelbare Lebensgefahr vorbei war, begann Zusat mit einer genauen Bestandsaufnahme der Schäden. Er beschreibt, dass die Welle Boote 3 Gewehrschüsse weit ins Inland geschleudert hatte. Schiffe waren sogar in den Bäumen hängen geblieben. Andere wurden über die Piere hinweggeschleudert. Die Ufer waren gesäumt von toten Fischen. Der Schreiber lieferte erste wichtige Hinweise auf die Ursache des Tsunami.
Seine Beobachtung, dass unter Wasser Berge und Täler zerbrochen und in die Tiefe hinabgesunken waren, führten Anselmetti auf die richtige Spur. Insgesamt rekonstruierte der Forscher 13 Hangabstürze an verschiedenen Stellen des Sees. Immer wieder sorgten herabstürzende Schlammmassen für berghohe Wellen von bis zu einem Kilometer Breite. Das ist die Welle. Sie peitscht über den gesamten See und erreicht die Küste mit einer Kammhöhe von 3 bis 4 Metern. Der Seeboden hält aber noch weitere Hinweise für die Forscher bereit. Zunächst entnimmt das Team Bohrkerne aus dem Seegrund. Dazu versenken die Männer einen Metallbohrer von einer fest verankerten Plattform 275 Meter in die Tiefe. Der Sinn besteht darin, einen möglichst unversehrten Kern zu bergen. Nach ein paar Minuten holen sie eine Probe an die Oberfläche. Der 10 Meter lange Bohrkern erzählt die ereignisreiche Geschichte des Vierwaldstätter Sees. Wir haben hier diesen 10 Meter langen Bohrkern vom Seeboden geborgen. Einfach gesprochen gilt, je tiefer wir bohren, desto älter ist die Probe. Es ist wie eine Zeitreise in unsere ferne Vergangenheit. Die Streifen zeigen Ruhephasen, in denen sich die Sedimente ungestört ablagerten. Schaut man die Schichtung weiter unten an, sieht man, dass die gleichmäßigen Ablagerungen auf einmal unterbrochen werden. Das Resultat heftiger Wasserbewegung, davon bin ich überzeugt. Das waren Tsunamis am Boden des Sees. Diese 2 Meter Sediment repräsentieren das Erdbeben von 1601. Weiter unten im Bohrkern eine Phase der Stabilität. Dann ein weiteres Beben aus prähistorischer Zeit. Ich schätze, dieses Beben war etwa so stark wie das von 1601. Langsam bekommen wir einen Eindruck, wie oft solche Beben in dieser Region stattfinden. Ein weiteres Beben in historischer Zeit traf die Stadt Basel. Am Morgen des 18. Oktober 1356 versetzte ein Erdstoß die Menschen in Angst und Schrecken. Viele hatten ihre Häuser verlassen, kamen jedoch bald zurück. Sie glaubten, das Schlimmste sei bereits vorbei. Doch dann, gegen 7 Uhr abends. Ein grollendes Geräusch. Die gesamte Stadt begann zu zittern. Gauben, Ziegel und Schornsteine fielen von den Dächern. Häuser stürzten ein. Für einige war es bereits zu spät, um erneut zu fliehen. Herdfeuer zerstoben und gerieten außer Kontrolle. Sie steckten die gesamte Stadt in Brand. Die Feuer loderten für eine ganze Woche. Die Menschen von Basel glaubten, das jüngste Gericht habe begonnen. Die Stadt war dem Boden gleichgemacht, Tausende heimatlos. Burgen und Kirchen im Radius von 150 Kilometern waren zerstört. Insgesamt 28 schwere Erdbeben suchten die mittelalterliche Stadt innerhalb weniger Jahre heim.
Wann wird das nächste große Beben in Basel stattfinden? Das ist die Frage, die den Leiter des Schweizerischen Seismologischen Dienstes, Domenico Giardini, beschäftigt. Geologische Ereignisse sind selten einzigartig. In der Regel gibt es ein Muster, sie kommen wieder. Wir müssen lernen, mit großen Katastrophen umzugehen. Sie könnten sich jederzeit ereignen. Die Häuser hinter uns sind historisch und immer noch ist vieles aus Holz darin. Die Gassen sind sehr eng und sobald nur ein paar Häuser zusammenbrechen, ist eine Katastrophe sehr schwer zu stoppen, genau wie bei einem Brand. Etliche Gebäude stammen aus den 60er Jahren, viele aus den 20ern und ein Großteil von ihnen wurde ohne Rücksicht auf seismische Gefährdungen errichtet. Wir wissen, dass viele keinerlei Standards genügen und dass sie einem Erdbeben nicht widerstehen könnten. Ein weiteres Risiko stellt der unsichere Grund unter Basel dar. Während nur ein winziger Teil der Stadt auf sicherem Fels ruht, ist der größte Teil im Wortsinn auf Sand gebaut. Wir können heutzutage simulieren, was passiert, wenn jetzt ein Erdbeben geschehen würde. Die Kante des Rheingrabens teilt die Stadt in zwei Teile. Der eine ist auf Sedimenten errichtet, der andere auf massivem Fels. Zunächst simulieren wir ein Erdbeben, das im Südosten stattfindet. So können wir hier die Ankunft der Schockwellen sehen und dass die Erde im Bereich der Sedimentschichten wesentlich länger vibriert, während der Teil, der auf Felsgrund steht, schon wieder zur Ruhe kommt. Hier dauert das Beben wesentlich länger. Und das ist es, was die Schäden an den Gebäuden da drüben verursachen würde. Das Beben von Basel gilt als die größte Erdbebenkatastrophe in der Geschichte Europas. Seine Stärke wird auf 6,9 geschätzt. Allerdings sind längst nicht alle historischen Beben so bekannt. Auch in Köln erzitterte die Erde mehrere Male. Die Bedeutung von Erdbeben für die Stadtgeschichte wird erst seit kurzem intensiv erforscht. Der Kölner Dom ist eines der drei größten gotischen Bauwerke Europas. Ein Teil des Gebäudes wurde auf den Ruinen von zwei Vorgängerbauten errichtet. Professor Sven Schütte interessiert sich besonders für den jüngeren der beiden, eine romanische Kirche. Aufzeichnungen über eine schreckliche Katastrophe, die Köln im Jahr 750 nach Christus heimgesucht haben soll, machten den Wissenschaftler neugierig. Tatsächlich fand er verborgene Hinweise in den Fundamenten. An die romanische Kirche war offenbar am Ende des 8. Jahrhunderts ein elegantes Atrium angebaut worden. Musste hier Eingestürztes ersetzt werden? Schütte hat an dieser Stelle Untermauerungen gefunden, die 5-mal tiefer sind als im Rest der Kirche. Er schließt daraus, dass der Anbau direkt nach dem Erdbeben entstanden sein muss. Ausgestattet mit enormen Fundamenten. Wir haben dann die schriftlichen Dokumente in den Archiven gesichtet und wir haben natürlich alle Grabungsbefunde angeguckt und naturwissenschaftliche Untersuchungen in Zusammenarbeit mit den Seismologen durchgeführt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir zu dieser Erdbebentheorie gekommen sind. Diese Erdbebentheorie umfasst auch ein Ereignis, das stattfand, als die Römer in Köln regierten. Die Einwohner der damaligen Hauptstadt der Provinz Germania Inferior, Colonia Claudia Ara Agrippinensis, wurden von dem Beben vermutlich völlig überrascht. Viele starben an Rauchvergiftung oder durch herabfallende Gegenstände. Erst jetzt wird auch ihre Geschichte wieder entdeckt.
Der Seismologe Klaus Hinzen glaubt, Beweise für ein Beben im Rheingraben zur Zeit der Römerherrschaft gefunden zu haben. Für Hinzen ist der ältere der beiden Vorgängerbauten des Domes von zentraler Bedeutung. Wo heute Hunderte von Gläubigen Zwiesprache mit Gott halten, stand in römischer Zeit ein prächtiger Profanbau. Tief unter der Stadt wurden 1953 die Überreste einer großen Halle entdeckt. Als Köln die Hauptstadt der Provinz Germania Inferior war, diente das Gebäude als Wohnbau für den wichtigsten Mann der Stadt, den Prätor. Hinzen stellte fest, dass die gigantischen Fundamente des Palastes auseinandergerissen wurden. Hier haben wir eine massive Wand aus Steinen, die mit römischem Beton vermörtelt sind, und diese Wand ist komplett durchgebrochen. Außerdem fand Professor Hinzen heraus, dass sich der gesamte östliche Teil des Gebäudes in Richtung Rhein abgesenkt hatte und schließlich eine Neigung von 7 Grad aufwies. Das ist mehr als beim schiefen Turm von Pisa. Das Prätorium war direkt am damaligen Rheinufer gebaut. Das Erdbeben verquirlte Rheinwasser mit Ufersand zu einem höchst instabilen Treibsandgemisch. Das Gebäude versank teilweise einfach im Schlamm. Wir haben hier die Situation vorliegen, dass wir ein sogenanntes Sedimentbecken haben. Also der Bereich zwischen Aachen, Köln und Bonn ist quasi eine flache Schüssel des festen Gesteins, und die ist gefüllt mit weichen Sedimenten, Sanden, Kiesen und Ähnlichem. Und solche weichen Sedimente, die führen im Falle eines Erdbebens ein Eigenleben wie ein Wackelpudding. Das heißt, dass die Bodenbewegung oben auf dem Wackelpudding deutlich stärker sein kann als am unteren Rand. Einige Forscher versuchten, noch weiter in die Vergangenheit vorzustoßen, zum Beispiel nach Clermont-Ferrand. Der Geologe Mark Davis lässt sich durch einen Teil des französischen Zentralmassivs fliegen, um sich einen Überblick über den Verlauf der Verwerfungen zu verschaffen. Clermont-Ferrand liegt auf einer ausgedehnten Ebene. Es ist alles sehr flach. Und dann blickt man auf und sieht plötzlich dieses riesige Plateau, das sich nach allen Seiten ausdehnt, soweit man sehen kann. Auf dem Plateau liegt eine Vulkankette, die aus rund 100 Vulkanen besteht. Vulkane sind, wie Erdbeben, meist in den heißen, unruhigen Rändern der Kontinentalplatten zu erwarten. Aber die sind weit entfernt. Die Existenz der Vulkane mitten in Europa beweist, dass es hier Verwerfungen gibt, die vor über 150.000 Jahren den Vulkanismus in Gang hielten. Da fragt man sich natürlich, warum all diese Vulkane hier sind. Antwort: Die Verwerfungen sind Schwachstellen, die es dem Magma ermöglichen, durch die Brüche aus der Tiefe nach oben zu steigen. In einem der Vulkane baut man Basalt ab, den der Feuerberg während seiner heftigsten Eruptionen ausgespuckt hatte. Der Steinbruch verläuft mitten ins Herz des Vulkans, wo das Magma durch den Bruch an die Oberfläche gedrückt wurde. Die Arbeiter haben eine komplette Seite des Bruches abgetragen, aber die eigentliche Verwerfung, die für die Eruption verantwortlich war, unangetastet gelassen.
Man kann sich die andere Hälfte der Verwerfung, also die, die nun abgetragen ist, vorstellen, wie sie hier entlang schrammte. Und wir wissen jetzt, dass es an etwas entlang schlitterte, das fast flüssig war. Das heißt, die Verwerfung bewegte sich genau zur gleichen Zeit, als der Vulkan ausbrach. Vulkane und Verwerfungen gehören also zusammen. Die Frage, welche Gefahren die geheimnisvollen geologischen Formationen noch zu bieten haben, führt nach Belgien. Hier trifft der Geologe Mark Davis auf den Paläoseismologen Thierry Kammelbeek. Kammelbeeks Team hat 2005 eine weitere Verwerfung freigelegt. Die Ergebnisse sind verblüffend. Es gibt eine klare Grenze. Die Sedimente auf beiden Seiten der Verwerfung unterscheiden sich deutlich in Farbe und Körnung. Aber die Wissenschaftler wollen es genauer wissen. Das Team poliert die Wände des Grabens und teilt die Verwerfung in Quadranten ein. Die Linien aus hellem und dunklem Sand verlaufen horizontal. Schließlich identifiziert Kammelbeek nicht nur eine einzige Verwerfung, sondern eine breite Verwerfungszone. Selbst für das ungeübte Auge ist leicht zu erkennen, dass diese Sedimentschichten massiv gestört sind. Was wir im Wesentlichen sehen, ist, dass diese Schicht, die normalerweise hier oben verlaufen wäre, einfach herunter verschoben wurde. Was meinst du, wie viel etwa? 1-2 Meter. Unglaublich. Yes, it's incredible. The fault in this case. Hier muss es also im Verlauf weniger Jahrtausende eine ganze Serie von Erdstößen gegeben haben. In the opposite here, it's evident. Einige Seitenarme dieser alten Verwerfungssysteme durchqueren sogar den Ärmelkanal. Großbritannien hielt man lange Zeit für völlig erdbebensicher. Heute warnt der britische Erdbebenspezialist Dr. Roger Masson vor zu viel Selbstvertrauen. Wenn viele Fußgänger auf der Straße unterwegs sind, ist die Gefahr, dass bei einem Beben jemand verletzt wird, sehr groß. Masson wies zahlreiche Beben in London nach. Großbritannien hat eine lange und komplexe geologische Geschichte, die praktisch überall Verwerfungen hinterlassen hat. Wo immer du stehst, die nächste ist direkt unter dir, auch mitten in London. Trotzdem ist die Stadt, wie die meisten europäischen Metropolen, völlig unvorbereitet. 7 Millionen Menschen wären betroffen. Die meisten könnten nicht aus der Erdbebenzone evakuiert werden. Der Verkehr bräche zusammen. Herabfallendes Glas und Ziegel bedrohten die Menschen auf den Straßen. Züge entgleisten und die Stadt würde im Chaos versinken. Es ist natürlich relativ schwer vorherzusagen, was wirklich passiert. Die Türme sind auf dieser Seite sehr stabil, weil sie 17 Meter tiefe Fundamente haben, während auf der anderen Seite der Chor auf einer riesigen Auffüllung schon seit römischer Zeit steht. Das heißt, wahrscheinlich würde hier drüben auf der östlichen Seite sehr viel mehr passieren als hier im Westen, wo wir diese sehr massiven Fundamente haben. Welche Folgen würde aber ein Beben der Stärke 6.8 auf das weltberühmte Gotteshaus haben? Der Dom würde, ebenso wie die meisten anderen historischen Gebäude Europas, in erheblichem Maße zerstört werden.
Von ihnen droht in besonderem Maße Gefahr für die Menschen einer erdbebengeschüttelten Stadt. Allein die Splitter der Fenster, die aus großer Höhe herabstürzen, stellen für Schutzsuchende eine tödliche Gefährdung dar. Auch bestehen ältere Bauwerke oft zu einem guten Teil aus Holz, das bei einem Beben leicht entflammen kann. Durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den letzten Jahrzehnten gewonnen worden sind, hat sich das auch inzwischen übertragen auf die Baunormen, die jetzt eingeführt worden und in den meisten Regionen Deutschlands dann auch eine verbindliche Bauvorschrift sind und eingehalten werden sollten. Allerdings ist es so, dass diese Baunorm nur für normale Hochbauten, also sagen wir mal Wohn- und Geschäftsgebäude, gilt. Aber zum Beispiel haben wir ein großes Defizit im Bereich von chemischen Anlagen. Ausgerechnet das Herzstück der deutschen chemischen und petrochemischen Industrie liegt in einer Region, die von einem massiven Netzwerk von Verwerfungen durchzogen ist, dem Ruhrgebiet. Ein Beben der Stärke 6,8 auf der Richterskala würde in Deutschland, Belgien und Holland große Schäden anrichten. Explosionen, Großbrände und ein hochgiftiger Cocktail aus flüchtigen Substanzen würden den Nordwesten Europas bedrohen. Es würde Tage dauern, bis allein die Feuer unter Kontrolle gebracht werden könnten, wie der Brand einer Raffinerie in Hertfordshire 2005 in kleinerem Maßstab zeigte. Atomkraftwerke gelten allgemein als erdbebensicher. Beim Bau orientiert man sich am stärksten nachgewiesenen Beben der Region und stellt sicher, dass das Kraftwerk einen Erdstoß der gleichen Stärke unbeschadet übersteht. Der Gedanke an größere Beben spielt bei der Planung allerdings keine Rolle. In den 80er Jahren hatte es Rüttelversuche an einem kleinen Versuchskraftwerk in Kahl am Main gegeben, die Prognosen für den Ernstfall möglich machen sollten. Die Versuche wurden nach kurzer Zeit eingestellt und die Ergebnisse nie veröffentlicht. Dass weltweit die Gefahren unterschätzt werden, zeigt der Fall Kashiwazaki. Im erdbebenerprobten Japan trat im Juli 2007 nach einem Beben der Stärke 6,8 radioaktives Kühlwasser aus und verseuchte die Umgebung. Die baulichen Standards des Werkes galten vor dem Unglück als hoch. International hofft man auf Frühwarnsysteme, aber deutsche Forscher sind skeptisch. Bei einem Frühwarnsystem für Erdbeben handelt es sich nicht um ein Vorhersagesystem. Man muss da diesen Unterschied machen. Das heißt, bei einem Frühwarnsystem hat das Erdbeben bereits stattgefunden. Nur das Erdbeben muss ja nicht unbedingt immer gleich im Ballungszentrum in der Stadt auftreten, sondern oft eben 20, 30, 50 Kilometer vielleicht auch weiter weg von der Stadt. Und dann brauchen die Erdbebenwellen, die zerstörerischen Erdbebenwellen, dann brauchen sie Sekunden bis, je nach Entfernung, bis über eine Minute, um die Stadt zu erreichen. Und diese Sekunden bis in optimalen Fällen über eine Minute, die kann man nutzen, um jetzt automatisch Sicherungsvorkehrungen zu treffen. Automatisch, da darf gar nicht die Entscheidung des Menschen noch irgendwie dazwischen sein, weil die Zeit gar nicht mehr da ist. Das heißt, man kann Ampeln an gefährdeten Brücken automatisch innerhalb von Sekunden auf Rot schalten lassen, dass kein weiteres Fahrzeug mehr drauf fährt. Man kann den Druck in den Gasdruck herabfahren in Gasleitungen, sodass es nicht zu Explosionen kommt automatisch. Man kann sich da vieles vorstellen. Man kann U-Bahnen zum Halten bringen. Man kann Flugplätze warnen, dass keine Flugzeuge landen. Deutlich höher sind die Ziele des deutsch-amerikanischen Forschungsprojektes GRACE gesteckt. Seit 2002 sammelt das System Daten über das Klima, die Schwerkraft und das Magnetfeld der Erde. Die Messungen werden von den Zwillingssatelliten Tom und Jerry durchgeführt, die stets in exakt dem gleichen Abstand voneinander ihre Bahnen um die Erde ziehen. Sie ermöglichen eine neue Sichtweise auf die Erde. Betrachtet man ihr Schwerefeld, präsentiert sich die Erde nicht mehr als Kugel, sondern eher als Kartoffel. Was heute noch eher spielerisch daherkommt, kann in Zukunft Menschen retten.
Ich hoffe, dass wir mal dahin kommen mit diesen Satelliten, dass wir auch Erdbebenwarnungen vorhersagen können oder geben können, rechtzeitig geben können, weil wir halt damit auch indirekt beobachten können, wie sich die Platten, die Tektonik auf der Erde zueinander bewegt oder voneinander wegbewegt und dann auch entsprechende Vulkane entstehen, Erdbeben entstehen und ähnliche Dinge. Das wäre die Anwendungsorientierung. Das Studium vergangener Beben ist ein Anfang in dem dringend notwendigen Umdenkprozess. Nur wenn wir die Zeichen der Vergangenheit richtig deuten, können wir sinnvolle Schlüsse für die Zukunft ziehen. Unsere angeblich so solide und sichere Welt birgt große Gefahren. Wir müssen sie erforschen und die gewonnenen Erkenntnisse zu unserem Schutz einsetzen. Jeder will wissen, wann das nächste Beben kommt. Das können wir nicht sagen, sondern nur, dass es kommt. Vielleicht morgen, vielleicht in 6000 Jahren. Tatsächlich wissen wir einfach nicht, wie stark, wo und wann es zuschlagen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich gegeben, nur das kann in 5 Minuten oder in 200 Jahren sein. Wir wissen es halt nicht. Aber ich schlafe, seit wir die Forschungen gemacht haben, etwas schlechter.